Aber erstmal seid gegrüßt zu einem neuen Part. Okay. Was macht ihr? Okay, ja. Sieht gerade oben rechts ein bisschen seltsam aus. Auf der Map. Ja, erstmal seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Zu einer Aufnahme, zu einem neuen Stream. The Witcher 1 Enhanced Edition mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's hier mit unseren Quests, wie schon gesagt. Da war hier im Tagebuch wahrscheinlich. Die Last der Vergangenheit. Du musst das Leben wahres Gefährten in der Kaverne unter der Stadtmauer finden. Ja, da müssen wir in die Höhle rein. Das ist, ja, das ist. Ich fürchte es schon. Ich muss der Hexe 5 weiße Juchze bedüben und Blütchen bringen. Das haben wir auch noch schon. Da müssen wir ein bisschen Blumen pflücken. Blumen pflücken und dann steht auch noch heute Kämpfen in der. In der Plan. Pinkst du gegen den Strauch oder? Was ist hier los? Ich dachte ja. Die Blüten, weiße Blüten müssen wir mal suchen. Die werden wohl irgendwo zu finden sein. Schauen wir mal. Das sind doch weiße Blüten. Können wir die irgendwie. Können wir die nicht sammeln? Sieht mir stark nach Myrtenblüten aus. Da müssen wir vielleicht nochmal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon können. Das Tagebuch. Ja, das ist hier Rast, in der Raststätte. So, das weiß ich mir so. Ich verstehe die Quest nicht. Muss nachher wahrscheinlich nochmal. In meiner Pause muss da wahrscheinlich wieder in Workshop gucken. Erstmal müssen wir hier zur Höhle. Machen wir die Quest als erstes. Erfüllen wir die Quest als erstes. Wir haben jetzt eine Axt mit dabei, die dürfte effektiver sein gegen die Pflanzen. Die dürfen wir damit fällen können. So, nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen. In die andere Richtung und dann nach links. Mit der Axt kriegen wir vielleicht die riesigen Nebenlandpflanzen besser besiegt. Das ist keine Myrteblume. Schade. So, dann machen wir erstmal das eine und mit den Blüten gucken wir dann noch weiter. Da habe ich gerade noch keinen Plan, wie wir es lösen, was zu lösen bekommen. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist sehr gut. Königlicher Jägersmann. Seid gegrüßt. Grüß dich selbst. Ach, okay, mit dem gut. Haben wir schon geredet. Mit dem haben wir schon geredet irgendwann. Die Sprachantworten, die Sprachauswahl und ja, die Dingens. Sind alle schon. Das sind schreckliche Zeiten. Du sagst es. Im Aufgeben war noch nie eine Option. So, hier müssen wir den Weg, den Pfad entlang. Bist ihr wieder auf? Oh, beim Haus der Hexe hat den Mond angeheult. Also beschwört die Hexe die Bestie. Aha. Und das Löffel hier. Hier wird über die Hexe gemunkelt. Ah, okay. Interessant. So. Mal kurz das Handy stumm stellen. Damit hier nicht. Damit hier keine Benachrichtigung kriegen, während ich hier streame. Falsche Richtung. So. Ihr könntet dennoch hilfreich sein. So, ja, hier. Alle Stadtfrauen ziehen sich so an. Wie sie meist ein Pfuhl des Lasters. Von dort erhob sich die Bestie. Wie zieht sich wer was voran? Aha, okay.
Kleidungsstil war thematisiert hier. Alles da. Bürgerwehr. Die sind aber schon ein paar Mal wieder auferstanden und gestorben. Sie sind hier schon ein paar Mal von den Wölfen zerrissen worden. Die hat es schon ein paar Mal das Leben gekostet. Gut, ich fürchte, ich muss jetzt mal zur Höhle hin. Da bin ich schon mal drin gestorben. Tja, aber man kann nur lernen, wenn man es immer und immer wieder versucht. Müssen wir auch wohl mal mit der Axt versuchen. Vielleicht klappt es da besser. Und jetzt haben wir auch einen Feuerzauber. Vielleicht bringt der auch ein bisschen was. Wir sollten aber auf jeden Fall hier vor der Höhle. In dieser Höhle haust. Freundlich ist es bestimmt nicht. Wir sollten vor der Höhle mal abspeichern. Spiel speichern. Das wäre nicht ganz schlecht. Jetzt sollten wir mal die Axt ziehen. Geht nicht. Dann gehen wir erstmal in die Höhle rein. So. Zieh deine Axt. Und auf geht's. Hey. Falsche Richtung. Hinein müssen wir. Da liegen schon Skelette von Gestorbenen. Da sind wir zwar langsam mit der Axt, aber der Schaden ist enorm, den wir damit ausrichten. Wo? Hier. Zu schnell. Na komm. Diesmal lassen wir uns nicht so leicht besiegen. Wir haben schon gegen die Ghule gekämpft. Oh, die haut ordentlich zu. Ach du Schande. Und das jemals schaffen. Einmal hinter sie. Das greifen noch die anderen an. Na komm. Fällt die Pflanze. Wenigstens eine werden wir doch hier wohl schlachten können. Trifft uns hart. Heilung. Ja gut, das war das Feuer. So hier, das war das Feuer. Das können wir damals gleich jetzt hier, bevor wir noch sterben. Wenn die gleich drauf gehen. Warte, ich hau mal ab. Vielleicht können wir speichern. Naja, egal. Bringt eh nichts. Heilung. Gibt es jetzt hier wahrscheinlich nicht so wirklich. Ich sah die Chance zu fliehen. Dass wir vielleicht uns wieder regenerieren. Eine Pflanze haben wir ja hier schon besiegt. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein bisschen was essen. Das ein bisschen Heilung bringt. Ja, das sieht gut aus. Scheint Heilung zu bringen. Wir müssen noch bloß ein paar Minuten warten. Ah, Tentakeln. Also, willkommen Chat Modi. Ja, wir müssen uns gerade wieder heilen. Wir haben nur eine besiegt. Es wird halt schwierig, weil die uns immer massiv viel treffen. Das ist halt, versuche jetzt mit Nahrung mich irgendwie. Roter Schal. Okay, was bringt das? Salamanderbrosche haben wir hier. Bernstein. Heiltrink haben wir ja noch nicht so wirklich. Nicht soweit ich weiß. Wir könnten hier mal eins davon trinken. Und auch essen. So ein bisschen hilft das beim Auffüllen. Also den kompletten Balken auffüllen. Dann müssen wir mal schlafen.
Ich glaube, schlafen bringt uns sehr viel weiter. Ich weiß nicht, ob die Bestien dann wieder auferstehen oder... Keine Lust, Level zu grinden. Kann man überhaupt leveln? Ich weiß nicht, ob man leveln kann. Ich habe es noch nicht entdeckt. Ich mache hier die ganze Zeit nur die Quests. Also leveln ist mir nicht klar, ob man das irgendwie hinkriegen kann. Wir können uns halt regenerieren durch Essen. Das dauert dann aber. Ich weiß nicht, ob die Pflanze wieder aufersteht. Ja, und der Trank Schwalbe erhöht die Vitalitätsregeneration. Aber der ist halt für das Grüne hier. Nicht wirklich für das Rote. Ich glaube nicht, dass man hier wirklich leveln kann. Tafelwasser kann es auch ein bisschen, ja, das macht ein bisschen den roten Balken erhöhen. Vitalität, ja, das ist halt hier der grüne Balken. Den roten Balken wäre jetzt noch nicht so der grüne Balken. Oha. Ja, jetzt habe ich ja Halluzinationen. Den Trank hätte ich vielleicht nicht trinken sollen. Aber ha. Der war geputscht. Und wir können halt hier das Essen aufbrauchen. Das macht uns jetzt bestimmt auch langsam, dieser Trank, dass wir jetzt hier... Das hat uns nicht gerade geholfen. Man ist bestimmt auch nachsam gemacht. Und wie war der Tag sonst so heute? Pff, ja, ereignislos. Sonntag halt. Ist halt wie immer mittags aufgestanden. Nachmittags Mittag gegessen. Ja. Ist noch nicht so viel passiert. Der Tag beginnt quasi gerade erst so wirklich. Von Mordi zwei Spiele auf Steam geschenkt bekommen. Ja. Versuchen wir es nochmal, würde ich sagen, oder? Wir haben einen vollen Energiebalken. Letztendlich müssen wir hier irgendwie durchkommen. Und den Kollegen retten. Einmal die Axt ziehen. Kann das sein, dass das passiert, sobald wir die Axt ziehen? Sich dann angegriffen fühlen. So, wir sollten mal hier entlang. Da kommen wir nicht entlang. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance haben gegen die Kollegen hier. Deswegen mache ich mal, dass ich davon komme. Vielleicht können wir irgendwo einen Weg finden, wo wir lang gehen können. Da müssen wir irgendwie hinter. Ich blick's noch nicht, wie wir hier. Also von der Ferne Schaden machen die uns nicht großartig. Deswegen, ich bin auch hier mega langsam durch den Trank. Freue dich schon mal, die Spiele sind. Sie sind da. Aha. Okay. Erstmal freue ich mich am Morgen auf, ja, sag schon, auf Sea of Thieves mit Molly, mit dir. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten, ja, sind viele Pflanzen. Müssen wir die hier besiegen? Ich glaube, die Quest ist eine andere. SOT. Gut, die Quest. Ich muss Luana Gefährten der Kaverne unter der Stadtmauer finden. Eine Kaverne unter der Stadtmauer. Das ist hier keine Kaverne, oder? Das ist ja die Höhle. Kaverne war doch sowas wie eine Kneipe oder so.
bin ich hier falsch? Die tun uns noch nicht wirklich viel Schaden an. Wenn wir die nicht angreifen. Ich tue mal vielleicht mal die Axt weg. Okay. Ich hole mal das Schwert raus. Wir sind wirklich extrem langsam. Auch im schnellen Modus hier. Schleichen wir uns vor uns hin. Okay. Kann nicht während des Kampfes genutzt werden. Was auch. Okay, jetzt sind wir wieder raus aus der Höhle. Na, sehr toll. Es macht ja Spaß hier. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Gerade sagt, dass es dort lang geht. Aber da sind Felsen im Weg. Auf die Karte können wir nicht vertrauen. Ach so, vielleicht hat der Trank uns irgendwo vorgeschützt. Jetzt machen die wieder ordentlich Schaden. Ich glaube, hier finden wir auch niemanden. Das ist die Höhle. Sein, wir können hier einen Sprengflug machen, der uns hier hochführt, der uns da. Wir kommen raus hier. Weiß nicht, müssen wir hier alle Pflanzen besiegen oder wie ist jetzt hier der Plan? Ich verstehe es nicht. Ja, mal schauen. Hock hier gerade rum und warte auf ein Whitelist-Gespräch für GTA Roleplay. Dann würde ich das morgen streamen, falls ich akzeptiert werde. Im Anschluss an Sea of Thieves. Ja, Sea of Thieves hatten wir schon geplant. Das wollen wir jetzt bitte auch. Da ziehen wir dann auch durch. Ja, was sagt denn die Quest? Die Quest sagt... Die sind nicht ganz eindeutig formuliert hier. Ich muss seine Gefährten eine Kaverne unter der Stadtmauer finden. Kaverne? Ne, Taverne war eine Kneipe, oder? Was haben wir hier? Eine Feuerstelle. Da können wir meditieren. Ja, das ist die HT, achso, ja, ist nur die Frage, wie lang, achso, das steht. Steht, ist nur die Frage, wie lang. Ja, mal schauen. Ist dann immer ein Meditieren, ist gar nicht so schlecht, ist gar nicht so schön. Bis zum Morgengrauen, bis wir tagsüber hier mal kämpfen. Ich das war dann auch mit denen. Nachtkreaturen zu tun haben. Kaverne ist Höhle, Taverne ist Bier. Ja. Taverne ist die Kneipe. Kaverne ist die Höhle. Da müssen wir wohl hier seine Gefährten suchen. Aber in der Kaverne hier eine. Aber in der Höhle ist keiner. Es sind nur die Pflanzen. Wenn es nur um die Gefährten geht, dann sollten wir. Vielleicht müssen wir wirklich alle Pflanzen besiegen und dann hier mit der Axt kommen wir gut voran, würde ich sagen. Versuchen wir es mal mit der Axt weiterhin. Eine haben wir schon getötet. Die stehen doch bestimmt wieder auf. Na komm, konzentriert hier. Dann kriegen wir es bestimmt doch schneller hin. Na komm, jetzt werden wir hier getroffen. Na toll, jetzt geht das wieder los. So schnell. Na komm, fäll die Pflanze. Na komm. Ach, das ist schlecht hier.
Die fügen einem echt Schaden zu. Im Kampf. Okay, wie finden wir deine Gefährten? Okay, hier, zack. Die Gefährten sollten am Schicksalsberg sein. Ja. Wenn du mir sagst, wo der Schicksalsberg hier zu finden ist. Okay, zwei der Pflanzen haben wir schon besiegt. So ein bisschen Nahrung. Bisschen Heilung ist hier nicht verkehrt. So. Da müsste irgendwo ein Mordor sein. Frage einfach den nächsten Ork. Haha. Das ist die nächste Pflanze. Ein bisschen gefährliche Gärtnerarbeit hier. Wenn wir uns anstrengen, kriegen wir das bestimmt hin. Kriegt der Geralt seine Gärtnerarbeit hin. Das Unkraut entfernen hier. Na komm. Die Axt ist effektiv hier. Da kommen wir mit hin. Können wir die looten? Ne, können wir nicht. Sehr schade. Wie geht's weiter? Hier sind keine Gefährten. Das sind über die Pflanzen hier. Die mordsgefährlichen Pflanzen. Jetzt werde ich von allen Seiten angegriffen. Das ist das Gefährliche hier. Jetzt werde ich auch noch beschossen. Kann sein, dass das hier nicht überlebe. Wir sollten erstmal die da hinten ausschalten, aber dann greift die andere an. Ich suche das weiter. Okay, Kuhmilch. Ich glaube, wir sollten die Höhle hier nicht verlassen, weil wenn wir wieder hereinkommen, sind die Pflanzen hier wieder am Leben. Uns hier irgendwie mit dem Rest, was wir hier noch ein Essen dabei haben, was nicht viel ist, versorgen. Wir haben ja auch diesen Feuerzauber, aber ob der aber irgendwas bringt, das weiß ich nicht. Habe ich vorhin schon versucht einzusetzen. Das Bier würde ich jetzt ungern trinken. Schinkenbrot. Bisschen Heilung bringt das, aber genügend Heilung, um jetzt hier im Kampf weiterzumachen. Ich weiß nicht, also diese Stelle haben wir ja schon freigekriegt. Die sind, da können wir uns jetzt frei bewegen. Aber wir kommen ja auch nirgendwo weiter. Hier geht's wieder raus, wenn ich mich nicht irre. Ist der Eingang zur Höhle. Ja, dort geht's wahrscheinlich weiter, aber da sind Steine im Weg. Einen Springzauber können wir jetzt noch nicht leisten. Blaubeeren können wir noch essen. Tja, da müsste irgendwo. Achso, jetzt, das habe ich schon gelesen. Das habe ich schon gelesen mit Mordor. In Mordor, wo die Schatten drohen. Ich habe auch jetzt all meine Verpflegung.
Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Vitalität, Regeneration. Ja, ein bisschen geheilt sind wir hier schon. Langsam bringt das, ich glaube, wenn wir laufen, tut sich das ein bisschen regenerieren. Medaillon. Flammenattacke. Vier drücken, um das. Achso, mit vier müssen wir das machen. Okay. Vielleicht kann man tatsächlich hier ein bisschen. Okay, die greifen wieder an. Und die Angst raus. Das wird hier wieder gefällt. Wir kriegen was wirklich mit der 4 hin. Okay, die Feuerattacke bringt hier nicht sehr viel. Ihr habt es gerade gesehen. Na komm. Wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Na komm, jetzt nicht kampflos ergeben. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob wir gegen die ankommen. Wir haben nichts mehr zum Essen. Ich versuche hier nochmal durchzukommen. Vielleicht können wir hier irgendwo. Hier ist noch eine neue Pflanze. Gefährten sich auch keine. Tja, letzter Shave Point, ja genau. Letzter Rasierpunkt. Hier. Das war aber noch bevor wir eine Pflanze besiegt haben. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das uns hier noch was bringt, hier weiterzumachen. Ja, die Quest ist hier scheinbar unten unter den. Müssen wir die Gefährten bringen, aber hier sind keine Gefährten. Ich könnte hier nur die Pflanzen zacken. Hoffen, dass die mir nicht zu viel Schaden machen. Der Feuerzauber bringt seltsamerweise gegen die Pflanzen nicht sehr viel. Warum auch immer ein Feuerzauber gegen Pflanzen nicht effektiv ist. Okay, das lief ja ganz gut. Hier looten. Sporen, vielleicht können wir die Sporen dann vorweisen. Die Kollegen mitbringen. Ich weiß, dass seine Gefährten nicht da waren. Einen Beweis vorbeibringen, dass wir dort waren. Hat ja bisher auch ganz gut geklappt. Nur irgendwas nicht. Und irgendwo was nicht ganz so war, wie es gewünscht war. Vielleicht klappt es ja auf die Weise. Okay, das ging jetzt ganz gut. Man darf die ja nicht angreifen lassen, das ist das Problem. Und rechtzeitig zu haut. So, zack, zack. Die Axt ist langsam, aber die Axt ist auch stark. Das ist halt, wenn du einmal nicht mehr zuhaust. Hast du halt dann auch wieder 20 Schaden. Ne, 6 Schaden, aber. Ihr versteht, was ich meine. Wir sollten looten. Hier. Sehr schön. Hier, die werden mir gefährlich. Hier, die Pflanzen. Muss rechtzeitig zuhauen. Am besten noch, bevor das nächste kommt. Bevor die nächste Pflanze aus dem Boden kommt. Jetzt werden wir halt von hinten angegriffen. Na komm. Na komm. Konzentration geht das. So,
sehr schön. Lass die andere Pflanze. Ich sehe kaum was. An den Energiebalken sehe ich. Das muss reichen. Na komm. Na komm. Fäll die Pflanze. Abgeholzt. Dich jetzt noch. Dann haben wir, glaube ich, gleich eine. Nur wenigstens mit dem Bericht zurückkehren, dass wir eine Pflanzen hier ausgerottet haben. Tentakelpflanzen. Die Gefährten sind wahrscheinlich die Skelette, die am Eingang liegen. Die haben es nicht überlebt. So. Der nächste bitte. So. Miese Gärtnerarbeit hier. So, na komm. Lass dich nicht von so einer kleinen Pflanze klein kriegen. Wir sollten bestimmt mal lieber looten. Nicht? Können wir da drüben irgendwas looten? Ja, Überreste. Oh, der Schädel. Questgegenstand, menschliche Überreste. Genau das wollen wir. Quest lokalisiert. Last der Vergangenheit. Ja, genau, das wollte er. Dann kann man ihm zeigen, dass seine Gefährten tot sind. Sehr schön, jetzt schnell raus hier. Haben wir es dann doch mal nochmal geschafft. Sehr schön. Feuerstelle. Hier mal kurz. 24 Stunden schlafen fast. Meditieren, nicht schlafen. Der wird schon meditiert nicht. Geralt meditiert nicht. Geralt, andersrum. Geralt schläft nicht, er meditiert.